Ich bin die Brigitte von Aldein. Ich wohne hier mit meinem Mann, meinem kleinen Bruder und der Schwiegermutter auf dem Gerberhof. Wir möchten heute etwas basteln. Und die Ausbildung mache ich bei euch als Referentin. Und wir haben einen Bauernhofbetrieb mit der Mutterkuhhaltung. Wir sind auf 1220 Höhenmeter. Ich möchte einfach mein Hobby zum Beruf machen und selber einfach basteln und dekorieren und einfach in die Leute sagen, was es alles noch zusätzlich gibt auf dem Hof und was man da alles machen kann. Also was wir heute machen, war also eine Sturmanhängerkette mit Aludraht gewickelt. Es braucht einfach einen Sturm, denn was wir irgendwo gefunden haben, wo wir deren sind, so wie am Herzen liegt oder auch, was wir schon lange daheim irgendwo rumliegen haben und sagen, jetzt möchte ich mal mit denen etwas machen. Als zweites brauchen wir einen Aludraht, das ist ein leicht biegsamer Draht, wie man sieht. Den gibt es in jedem Bastelgeschäft zu kaufen. Gibt es verschiedene Formen. Drauf, da brauchen wir neues Werkzeug dazu, und zwar einmal eine Beißzange sozusagen, mit der was wir in Draht auswickeln können. Eine Blattzange. Und weil man umwickelt einfach, braucht man so eine Zange. Und das ist eine Rundzange, mit der kann man so ein bisschen Spiralen formen oder einfach auch formen, weil man ins Umhänger, wo man noch drauf effektiv das Bandel nicht tut. Beim Bandel ist auch, kann man einfach selber wählen, was man mag. Man kann auch Bunz nehmen, das sind so Velour, so Lederbandeln. Oder wenn man auch daheim vielleicht so ein Kittel hat, was man nicht mehr brauchen kann, dann kann man sagen, gut, jetzt fahre ich da um einen Sturm ein, weil ich ihn fertig kann. Und das wäre eigentlich das Material, was man dazu braucht. Gut, als erstes suchen wir jetzt einmal einen Sturm aus. Ich nehme jetzt einmal den da, der mir einen flachen. Egal, da ist ja sehr, die Länge von Draht ist da nicht Einheit, dass man sagt, man nimmt allem die gleiche Länge, sondern einfach ein bisschen schauen, wie der Sturm ist. Jetzt in dem Moment ist es ein bisschen größer, also werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen. Oder magari, weil ich so gut, ich möchte ein bisschen größeres Umhängerl, dann zwicke ich mir einfach einmal da, circa da an. Es ist auch gleich, wenn das jetzt ein bisschen zu lang ist, man kann das allem irgendwie an Ort wieder in die Tränen. Und dann fangen wir eigentlich schon an zu wickeln. Und zwar einfach wichtig ist da, dass man ihn so wickelt, dass der gut eingefasst ist, oben, unten. Und wie man jetzt eigentlich wickelt, ist da eigentlich der Fantasie wieder freien Lauf gelassen, wie man den gern hat. Und da jetzt kommt noch, da haben wir eben das ein bisschen Fuder stehen gelassen. Und zwar ist das, brauche ich einfach die Öse zu formen, dass ich darauf mein Bandel durchziehen kann. Auch da hängt es jetzt wieder an, wie dick ist mein Bandel. Einfach einbiegen, umdrehen, kann man umdrehen, so die Öse formen. Und darauf das hinten wie ein Versteck nehmen. Und so wird jetzt eigentlich schon das fertige Umhänger ausschauen. Einfach umwickelt, eine Öse geformt und einfach die Enden da ein bisschen versteckt. Und die Kanten einfach wieder unten drin, dass es nicht reibt. Okay, dann hätten wir das jetzt da. Dann gehen wir hier ein Band losschneiden. Ich nehme jetzt das Graue. Dann. Auch da die Länge, ich hänge auch wieder an. Jemand sagt, ich möchte ein längeres oder ich möchte ein kürzeres Bandel. Einfach durchfadeln. Circa ummessen. So zuheben, wie lang es werden soll. Mit der Schere das Band losschneiden. Und ganz einfach oben das Knöpfel machen, sodass man nur leicht drüber schliefen kann. Und dann war es eigentlich schon fertig. Und dann kann man eben zum Kettel zu, kann man sich frisch einen Ring an oder zu machen. Und zwar suchen wir uns dann auch wieder als erstes einen Sturm aus. Auch da ist auch jetzt die Gräs, egal welche Gräs, was man halt gerne hat, ob man eher einen größeren möchte oder einen kleineren. Wichtig da ist jetzt leider, dass man die passende Ringgröße hat. Und zwar gibt es da so ein Ringmesser. Und zwar gehe ich mal die Gräse suchen, auf welchen ich das möchte machen. Genau, das war jetzt die Gräs. Dann nehme ich den da her. Das ist jetzt die Gräs 18,5 zum Beispiel. Und dann habe ich das da auf den da drauf. Dann nehmen wir jetzt da auch wieder ein Stück Draht. Auch da ist es wieder, variiert sich, wie groß der Sturm ist. Dann zwicken wir den da an. Und wichtig ist jetzt da leise, erstens, dass ich da jetzt einmal dreimal wirklich die Runde fahre. Dass ich da ein stabiles Grundgerüst habe, wo das mein Ring drauf, mein Sturm da drauf reinkommt. Und ganz fest drehe ich den jetzt da um. Mache ich so ein Grundgerüst, wo ich den Sturm drauf lege. Genau.
Dann nehme ich ihn stehen. Jetzt kann ich ihn eigentlich auch ordnen und fahre mit meinen Fingern rein und tape ihn jetzt fest. Ja. Dann drauflegen. Und jetzt umwickle ich den stehen. Und jetzt auch da wieder die zwei Enden. Schauen wir, dass wir die ganz gut da drunter rein verschwinden lassen, sozusagen gut verstecken. Und plus noch ein bisschen mehr in die Rot umziehen, dass der Stuhl einfach noch ein bisschen fester drin bleibt. Okay, dann nimmt man zum Schluss nochmal den Messer her, fährt nochmal rein, weil sich oft mal ein bisschen der Stuhl mitten verwickeln verdreht. Zieht man wieder raus und probiert, ob der passt. Ja, geht gut. Also ist unser Ring jetzt fertig. Und so sind wir schon fertig.